Ja, ich möchte einfach so Fußball spielen, wie ich es die letzten Jahre schon getan habe. Das heißt, als Innenverteidiger ist es die Aufgabe, viel zu sprechen, eine gewisse Sicherheit zu haben. Natürlich auch, ich denke, Körpersprache ist wichtig, aber das ist nicht meine Aufgabe, das ist eine Sache, die man natürlich vorleben kann, aber dass jeder, die Mannschaft, wir müssen eine gute Körpersprache an den Tag legen, wir müssen an uns glauben, dann, wie gesagt, sehr viel arbeiten. Ich denke aber, da sind die Jungs, ja, das machen sie schon von alleine, die geben richtig Gas und dann heißt es natürlich auch einfach, auch mal einen ruhigen Ball zu spielen, aber klar, wenn es um Klassenerhalt geht, dann ist es natürlich auch ein hartes Spiel, also man muss auch körperlich spielen und ja, einfach jetzt jeden Tag 100% geben. Ja, wir müssen gewappnet sein. Die 16 Spiele, die werden knüppelhart und wir sollten ja wirklich vorbereitet sein und das Trainerteam und auch die Mannschaft bisher wirklich drei hervorragende Trainingswochen hinter sich gebracht und ja, die letzte Woche abschließen und dann mit einem guten Gefühl und mit der Gewissheit eben, dass man eben alles in die Waagschale geworfen hat in der Vorbereitung, in das Spiel gegen Darmstadt zu gehen und dann, ja, da muss die Hütte brennen, aber für uns.